Night. Zu oft, viel zu oft. Ich hab jedes Mal gelogen, als ich gesagt hab, ich werde mich ändern. Ich hab weder eine Wohnung, noch bin ich ein Anwalt oder ein Banker. Es war jedes Mal gelogen, als ich gesagt hab, ich komm aus einer Weltstadt. Ich hab nicht mal einen Polo, um ehrlich zu sein, ich war immer noch essbar. Es kommt nicht mehr vor. Ich helf dir auch beim Abwasch, bin für dich da, ey. Yo, yo, Meet and Greet startet jetzt. Mannheim war unfassbar. Ich bin mega traurig. Morgen ist die letzte Stadt, aber es wird mega cool. Passen meine Haare nicht, die Art, wie ich sie trage, nicht egal. Die Klicks nicht, das Blitzlicht, mein Business, doch das ist mir egal. Such dir einen Grund, such dir einen Grund, such dir einen Grund. Such dir einen Grund, such dir einen Grund. Liebe wartet auf den ersten. Auf den ersten falschen Schritt von mir. Keiner kennt das echte Thema. Doch jeder will. Phil. Hm? Alles klar? Die Shirts schöner. Hm? Was ist dieser Shirt? Das graue ist von dir. Ja, Mann. Zack, Unterschrift. Schnell. Nice. So, Leute, wir sind jetzt beim letzten Auftritt in Hannover, beim zweitletzten Auftritt. Nächste Woche sind wir noch im Europapark und wir sind alle schon echt mega traurig, weil es jetzt schon vorbei ist. Aber jetzt geht's auf die Bühne und wir zerstören erstmal noch Hannover. Dass du jede Nacht erhältst. Sag mir, weißt du, dass ich dich fange, wann immer du fällst. Und sag mir, fühlst du diese Energie? Sag mir, weißt du, halt an und tu alles, was du willst. Komm, wir gehen weiter, immer weiter und schauen nicht mehr zurück. Fühl dich nie mehr einsam, ich bleib so lange, wie du willst. Also komm und flieh mit mir. Werde ich dirigieren und ich weiß es genau. Sam, hilf mir doch! Das war mein Weg. Ja, schau! Schau! Hey! Macht für mich keinen Unterschied, ich ging es immer Musik. Got fake friends, macht das Wasser für mein Team. Mein Kopf ist voll von der Melodie und irgendeiner muss sie sehen. Business Briefings, Business Meetings. Park. Last Show, Karma to Reloaded. Brrr. Okay. Ich wollte einfach nur singen. Ja, ich wollte einfach nur singen. Seit ich klein war, war das immer mein Ding. Ja, das war immer mein Ding. Ich wollte. Bah!
Von hinten. Von hinten hat er Bilder gemacht. Ich gehe nirgendwo drauf, Junge. Warum muss ich da drauf? Oh, das ist überhaupt nichts Schlimmes, bitte. Mike, und wir sind hier mit 10 Mann. Warum muss ich mitgehen? Nee, hier, nimm den Rothaarigen. Auf keinen Fall. Da, ey, hallo, du hast gesagt, wenn es keine Bügel sind, dann... Stopp. Was, stopp? Tim. Tim kannst du mitnehmen, ja. Na, du kommst auch mit. Nee. Du hast gesagt, wenn es keine Bügel sind. Ey, Phil, ich bin Auftritt richtig sauer vorbereiten. Auf dich. Auftritt vorbereiten. Phil, ich rede nicht mal mit wir dir. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wir sind zum Spaß hier. Wir sind hier, weil... Eduardo, Marco Pane! Du müsst schon längst da sein. Alles klar? Bruder. Na? Aus mit euch! Yeah. Was hat er gerade gesagt, der Kleine? Junge! Schön, dich zu sehen. Yo, yo, Friends, heute ist wirklich der letzte Tag von der Karma to Reloaded und ich bin wirklich mega, mega traurig. Wir haben aber heute das erste Mal meine Geburtstagsparty angesagt und meine Release-Party zu meinem neuen Album Deja Vu und die sind einfach nach ein paar Stunden fast komplett ausverkauft. Ihr seid einfach so, so, so crazy. Aber ich muss echt sagen, ich bin traurig, dass die Tour jetzt vorbei ist. Jetzt die letzte Show heute und da geben wir nochmal richtig Gas. Wir sind heute im Europapark in Rust und wir sind schon ein paar Achterbahnen gefahren und es war so, so, so crazy mit der ganzen Crew zu fahren. Schaut einfach mal selber, es ist so, so, so krass gewesen. Genieße den Moment, denn wir sind einmal nur so jung. Was ein Life, was ein Life. Moses konnt das Wasser teilen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass man niemals was erreicht. Manchmal hoch, manchmal tief. Und ganz logisch ist es nie. What's up, my cam? Wir sind mitten in der Achterbahn. Let's go, ready? Crazy! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genieße den Moment, denn wir sind einmal nur so jung. Was ein Life, was ein Life. Moses konnt das Wasser teilen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass man niemals was erreicht. Manchmal hoch, manchmal tief. Und ganz logisch ist es nie. Boah, ey, das war richtig geil. Scheiße. Ey, und was waren das für Pirouetten? Boah, also, Digga. Ich dachte einmal kurz voll raus. Mike, wo du gesagt hast, das ist die krasse, da denkst du wirklich, du fällst raus, ja, ne? Was kann passieren? Was kann passieren, hey, war die guck mal, Frage? Wir sind alle ausgestiegen und wieder da. Alle. Ja, sag dir nur, Isaac, du musst dich deinen Ängsten stellen. Ja. Hab ich doch mit einer Bahn rein. Ja, nee. Nein, guck mal, bist du ein Mann oder nicht? Isaac, jetzt komm doch, Isaac, Mann. Ein Mann sein oder nee, nicht? Dann soll er gehen. Dann das weg eine, mit das dir. Ist die erste Aufgabe. Oh. Komm. Ich werd kotzen, safe. Was ja, für dann, kotzen? Das ist eine Kinderbahn. Mein Bruder David fährt damit. Ich werd kotzen. David ist auch kein normales Kinderbahn. Ja, okay, komm, lass mal. So viel überlegen, oh. Steckst du den Kopf in den Sand jetzt oder genießt du das Leben? Also am meisten werde ich nach der Tour auf jeden Fall die Crew vermissen. Die Fans, einfach jeden einzelnen von euch, den ich gesehen habe. Weil ihr so krass mitgemacht habt, weil ihr mir einfach so tolle Sachen gesagt habt. Das werde ich so, so, so krass vermissen, wirklich. Und ich hoffe, wir gehen so schnell wie möglich wieder auf Tour. Nee, nee, nicht da festhalten. Nicht da, da. Nee, nee. Bruder, hey, uns haben wir auf. Auf, auf, sonst halt's runter. Ja, ja, wenn du jetzt runter runterfällst. Meins! Ey, Isaac! Prima! Oh, Mike, oh, Mike, ich komm da. Oh. Die Tour im Gesang. Okay. War eine geile Zeit, super Leute. War ab und zu mal ein bisschen anstrengend. 4 Wochen von zu Hause weg, alles Mögliche. Ist hart, ja, aber auf jeden Fall super wieder hier zu sein. Letzte ja. Show, hatten jetzt alle noch mal so fast eine Woche Pause, waren zu Hause. Oh, Mann, ich
Tracks auf dem Album werden richtig heftig. Hier ist Batman. Gotham City ist in Not. Tim. Mm-mm. Hallo, geh doch mal runter, das ist nicht dein Auto. Ich nehm auch dich mit. Wo muss er hin? Bitte! Die Werkstatt zurück. Hey. Entschuldigung. Hallo. Nicht vor mir. Hallo! Die, generell die Abläufe, die Leute, das Team, die Fans, auf der Bühne zu sein, die Bühne, die Show vorzubereiten, die Show zu spielen. So, es ist geil einfach. Gutes Team, es macht Spaß mit den Leuten. Es macht Spaß zu sehen, dass die Leute glücklich sind. Die Team Singer Private Parties machen Spaß, die Eltern tanzen mit, die Fans tanzen mit uns zusammen. Und einfach gut, es ist ein gutes Gefühl, es fühlt sich sehr, sehr gut an und deswegen bereiten wir auch jetzt schon die Déjà-vu-Tour vor. Ich wollte nie das Highlife, das nie daheim sein, no way. Steck einfach das Mic ein, wir fangen den Vibe ein, okay. Ich würde auch singen, wenn es keiner mehr hören mag, es wäre auch kein Thema. No way, ob in meiner Dusche oder in der Arena, egal. Macht für mich keinen Unterschied, mir ging es immer um Musik. Wär lieber in meinem Zimmer als in irgendeiner Suite. München, Hamburg, rüber nach Berlin. Fuck fake friends, mach das alles für mein Team. Ich will tanzen, keine Business Moves. Ich singe jedes Interview. Tu, was ein Singer tut, kann nichts dafür, Mann, das liegt im Blut. Ich wollte einfach nur singen, ja, ich wollte einfach nur singen. Seit ich klein war, war das immer mein Ding. Ja, das war immer mein Ding. Ich wollte einfach nur singen. Ja, ich wollte einfach nur singen. Mein Kopf ist voller Melodien und irgendeiner muss sie singen. Du bist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von dir. Reisen gemeinsam durch die Zeit. Du bist ein Fan von mir, ich bin ein Fan von dir. Hoff, dass die Fanpost dich erreicht. Denn ich sende dir Fanpost, von Glück auch von Schmerz. Ich sende dir Fanpost, direkt aus meinem Herz. Zur nächsten Tour passieren wird. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren. Wir werden erstmal mega krasse Musik rausbringen. Da bin ich echt gespannt, wie ihr die finden werdet, weil wir saßen da so, so lange daran und mein Album kommt raus. Ich werde 18, die zwei Shows stehen an und mal schauen, vielleicht auch bald eine neue Riesentour. Déjà-vu.